erste Woche im April und die ersten zwei Maiwochen haben wir benötigt, um Kalabrien mit dem Auto zu bereisen. Dafür mussten insgesamt 5500 Kilometer gemacht werden. Das eigentliche Ziel aber war, Kalabrien für die nächste Motorradreise im Herbst 2014 zu erkunden und vorzubereiten. Die Anfahrt nach Süditalien wurde in 5 Tagesetappen zwischen 300 und bis zu 600 Kilometer am Tage bewältigt. Dann waren wir am Ziel im Norden Kalabriens. Wir befinden uns bereits in Diamante Cirella, am Mare Tirreno, und wollen quer durch das Land bis zur Burg Castella am Capo Rizzuto. Die Stadt Cirella war früher am Meer, zog sich aber ab dem 11. Jahrhundert aufgrund verschiedener Auseinandersetzungen mit Sarazenern und Langobarden auf den schützenden Berg zurück. 1567 wurde es dann von Berbern überfallen und knapp 90 Jahre danach von der Pest heimgesucht. Außerdem waren auch noch 2 Erdbeben, das letzte in 1783, die dem Dorf gewaltig zusetzten und es auch zerstörten. Auch die Franzosen bombardierten 1806 das Bergdorf, worauf sich dann das Dorf wieder am Meer ansiedelte. Hier kann man von den Ruinen aus den mondänen Badeort Diamante erkennen. Inzwischen hat sich hier auf dem Berg die Natur fast alles wieder zurückgeholt. Wir haben das im Reiseführer empfohlene Hotel Villa Ducale, eine Gutsbesitzervilla aus dem 18. Jahrhundert mit Garten direkt am Meer, ausgesucht. Die Zimmer sind schlicht möbliert, aber mit Blick zum Meer und dem davorliegenden Garten. Der Aufenthaltsraum ist ein hochherrschaftlicher Salon mit antiken Möbeln und ausgesuchten Antiquitäten. Die Dachterrasse mit rückwärtigem Blick auf die Ruinen Cirellas und dem Ausblick auf das aufgewühlte Meer lässt sich mit einem Cappuccino hervorragend genießen. Das 1990 zum Hotel umgewandelte Anwesen mit Privatstrand und Frühstücksterrasse wird von den Nachfahren des Großgrundbesitzers selbst geführt und ist mit einer der stilvollsten Möglichkeiten der Übernachtung hier in der Region. Wir sind im Landesinneren im Naturschutzpark von Kalabrien. Hier blühen jetzt erst die Bäume. Hier ist es aber auch richtig frisch, nur 5 Grad Celsius. Die umliegenden Berge haben alle um die 2000 Höhenmeter. Eine raue Landschaft mit vielen einfachen, kurvigen Landstraßen führt uns immer tiefer in ein unbekanntes, wildes Süditalien. Wintersport wird hier allem Anschein nach betrieben. Dass hier sogar eine Sprungschanze existiert, hätten wir wirklich nicht erwartet. Eine wilde Landschaft, die nicht mit Schnellstraßen durchdrungen ist, liegt noch vor uns und der Weg nach Le Castella ist noch sehr weit. Schinken und Wurstwaren auf einem Bauernstand am Sonntagnachmittag. Wir haben uns durch die Wurst- und Schinkenwaren durchprobiert und das für umsonst, nur weil wir einen traumhaften Schweinenacken-Schinken gekauft haben. Bei solchen Produkten kann man einfach nicht widerstehen. Wir haben es geschafft. Es war schon mit Anstrengungen verbunden. 450 Kilometer
untergeordnete Landstraße spult man nicht so einfach mit links ab. Unser gestecktes Ziel haben wir auch erreicht. Das Ziel war direkt am Ort in Strandnähe ein Hotel zu bekommen, um nicht weit zum Kastell laufen zu müssen. So können wir heute Abend nach dem Abendessen im Hotel unsere ganz persönliche Passeggiata machen und am Meer das Kastell mit dem süditalienischen Sternenhimmel fotografieren. Sind wir am Capo Rizzuto, Ende der Welt. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, viele Steine, viele Reste und vor allen Dingen in Italien, das muss man auch sagen, wunderschön viele Blumen jetzt und gleich nebendran der Müll, es ist erstaunlich. Aber hier ist nichts los, totale Ruhe, 22 Grad, was will man mehr? Jetzt fahren wir von Le Castella aus am Meer entlang an Catanzaro vorbei. Dann vom Ionischen Meer quer durch das Land an der schmalsten Stelle auf die andere Seite an das Tyrrhenische Meer. Dort fahren wir dann die berühmten Badestrände ab, haben immer wieder Blick zum Stromboli und nehmen dann in Schilla ein Hotel für mehrere Nächte, um von dort aus das südliche Kalabrien zu erkunden. Wir sind jetzt in Priatico, an einem landschaftlich absolut reizvollen Küstenabschnitt. Steile Ufer und badefreundliche Sandstrände wechseln sich ab. Typisch für den Frühling in Süditalien, Blüten überall und an jeder Ecke. Das Wetter ist heute traumhaft, so hatten wir uns auch Süditalien klischeehafterweise vorgestellt. Von Weitem kann man schon Priatico an dem halbverfallenen Küstenturm Torre la Rocchetta ausmachen. Wir sind in Tropea, die Stadt auf dem Tuffsteinfelsen mit der Halbinsel Santa Maria. In die Altstadt mit den vielen Touristen hat es uns gar nicht hingezogen. Trotzdem wird Tropea nicht umsonst als die Perle des Tyrrhenischen Meeres genannt. Da es hier über 3 Kilometer lange, traumhafte Badestrände mit weißem Sand und kristallklarem, blau-türkis schimmerndem Wasser hat, wollen auch wir jetzt den Strand und die Aussicht auf das Meer und den Vulkan Stromboli genießen. Jetzt sind wir am Capo Vaticano. Zwischen Tropea und Nicotera ist dies eines der schönsten Fleckchen der Erde hier an diesem wunderbaren Küstenabschnitt. Überall gibt es kleine Badebuchten mit Sandstrand, die so wie hier zum Baden im Meer einladen. Auch von den Italienern wird dieser Küstenabschnitt sehr gerne im Sommer, wenn es richtig knackig heiß ist, zum Baden benutzt.
dem Weg zu einem im Reiseführer mehrfach erwähnten Aussichtspunkt. Man kann die Meeresbucht sehen und den Vulkan Stromboli. So eine Aussicht zeigt einem erneut, wie herrlich es in Kalabrien am Meer sein kann. Das legendenumsponnene, pittoreske Fischerstädtchen Schilla an der Meeresenge von Messina zählt ohne Zweifel zu den attraktivsten kalabrischen Reisezielen, weil es noch in vielerlei Hinsicht den romantischen Idealvorstellungen einer mediterranen Idylle entspricht. Dies vor allen Dingen unter den Augen der ausländischen Touristen. Die Stadt Schilla besteht aus dem Fischerviertel im Norden der Stadt und der Ober- und Unterstadt. Die Oberstadt hat eine Terrasse mit Weitblick auf die Stretto di Messina und unten im Fischerviertel sowie in der Unterstadt am Lungomare kann man baden und das Meer hautnah erleben. Von Schilla aus sind wir auf den Monte Melia gefahren, um den besonderen Aussichtspunkt zu finden. Hier sind wir 458 Meter über dem Meer. Ja, hallo Leute. Hier die Straße von Messina, da hinten Sizilien und unten diese wirklich wunderbare, schöne italienische Stadt. So typisch italienisch am Meer, so wie man sich das so in den naivsten Vorstellungen vorstellt. So ein richtiges Vorzeigestädtchen, Schilla. Oben ganz vorne die Burg mit dem Ungeheuer aus der griechischen Mythologie, Skylla, das ja zusammen mit dem anderen Ungeheuer auf Sizilien die Meeresenge bewacht hatte. Hier der geeignete Punkt, um gute Filmaufnahmen und Fotos zu machen. Bis bald, tschüss! Hier von Schilla aus werden wir Südkalabrien erkunden. Wir machen verschiedene Ausflüge nach Reggio, in die Aspromonte-Berge, wo man die ganze Meeresenge überschauen kann, sowie die alten Geisterstädte Rogudi Vecchio und Pente d'Attilo. Auf der Ostseite der Küste wollen wir noch nach Gerace und auch nach Stilo mit seiner sehenswerten Basilika. Pente d'Attilo. Das um 1960 wegen Erdbebengefahr geräumte Dorf von Pente d'Attilo bietet ein pittoreskes Ensemble mit einer in den Himmel weisenden Hand. Der das schon von der weiten Ferne her sichtbare und imponierende Dorf seinen Namen verdankt. Pente d'Attilo, fünf Finger. Von Pente d'Attilo aus hat man einen sagenhaften Rundumblick. Die benachbarten Berge und Täler mit ihren breiten Bachbetten, Fiumare genannt. Und natürlich sieht man hier auch das azurblaue Meer. Freddo e una il possibile ambiente. Ah, temperatura ambiente. Temperatura ambiente, sì. Sì. Allora, vuole questa o questa? Italiano, sempre italiano. Italiano. Dren o Moretti, questa Moretti. Moretti, Moretti. Video. In ein weiteres Seitental nach Amendolea. Dort soll es oben auf 800 Metern Höhe
auch Reste eines normannischen Kastells sowie Ruinen des Dorfes aus dem Mittelalter geben. Die hier sichtbaren Fiumare sind alles kleine Wasserläufe, die vom Aspromonte-Gebirge gespeist werden. Wenn es aber starke Regengüsse gibt, können sich diese Fiumare zu reißenden Wassermassen entwickeln. Wenn, wie hier auf dem Berg, kein Wind geht, kann es jetzt schon im Frühjahr richtig heiß werden. Auch hier wieder der grandiose Ausblick in die Täler und natürlich auch wieder auf das blaue Meer. Wenn man bedenkt, hier haben schon Menschen gelebt, die diese Aussicht bestimmt genauso genossen haben. Uns zu Füßen liegt ja das neue Amendolea, eine kleine Ansiedlung, wo die Bergamotte angebaut wird. Hier gibt es einen Agriturismo, wo wir auch für 2 Nächte ein Zimmer beim Bauern Ugo Sergi bekommen haben. Wir sind in Reggio di Calabria, hier die berühmte Eisdiele der Stadt. Diese Eisdiele wird schon seit 50 Jahren von der gleichen Gelatieri-Familie betrieben. An diesem Platz ist das Museum in der Nähe und der Lungomare, also die Strandpromenade, schließt sich hier gleich an. Hier hat man auch den Blick auf die Stadt Messina in Sizilien. Hier ist die Einkaufsstraße und Fußgängerzone. Hier lässt sich unbeschwert einkaufen. Zwischen Modegeschäften natürlich in Italien am Meer ein Fischgeschäft mit fangfrischem Schwertfisch. Eine weitere Besonderheit ist die Rolltreppe, die einem in die höher liegenden Querstraßen zum Einkaufen bringt. Das ist auch für uns eine komfortable Angelegenheit, die wir gerne mitbenutzen. Wir sind wieder unterwegs. Vom Agriturismo in Amendolea fahren wir vor zum Meer, um dann in das nächste Seitental abzubiegen. Hier wird es nun längere Zeit den Berg hochgehen. Wir fahren nach Ova. Eine der griechischen Gemeinden, die absolut sehenswert sein soll. Die Strecke ist ja sehr kurvig und müsste Motorradfahrern in jedem Falle Spaß machen. Ganz zu schweigen von den Ausblicken, die sich selbst von der Straße aus immer wieder ergeben. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach Bova und bei der Gelegenheit, das Wetter ist heute gut, die Sicht auch. Hier hinten der Etna von Sizilien. Buongiorno, signori. Hallo, liebe Leute. Wir sind jetzt in Bova, einem Bergdorf in Kalabrien im Aspromonte-Gebirge auf 1000 Meter Höhe. Sehen das Meer vor uns. Warum früher, vor vielen, vielen Jahrzehnten, diese Lokomotive hier auf diesen Berg kam, das wissen nur die Götter. Hier in Bova werden die griechischen Traditionen gepflegt. Die älteren Einwohner unterhalten sich auf Griechisch miteinander.
Wir sind hier im griechischen Gebiet vom Aspromontegebirge in Kalabrien. Und ich muss sagen, ich hätte mich schwer getäuscht. Also hier dieses Kalabrien, das ist absolut eine Reise wert. Mir gefällt es hier richtig gut. Das ist hier ein ehemaliges Normannenschloss in Bova. Und wenn ihr die Aussicht sehen könnt, ich sehe drüben auf Augenhöhe den Ätna von Sizilien und das Meer liegt vor mir. Traumhaft! Jetzt geht es weiter. Allerdings werden die Straße immer mehr zu geteerten Feldwegen. Trotzdem ist die Straßenführung mit Serpentinen typisch italienisch. Man merkt, dass hier eigentlich keine Besiedlung mehr ist. Wir fahren schon eine ganze Weile, ohne Ansiedlungen zu sehen. Lediglich gibt es immer wieder Hinweise auf Landwirtschaft. Schafe und Ziegenherden sind zu sehen und ab und zu stehen ein paar kalabrische Kühe mitten auf der Straße. Wir sind quasi am Ende der Welt angelangt. Jetzt sind wir am Ziel angelangt. Rogudi Vecchio, ein weiteres verlassenes Dorf des Aspromonte-Gebiets. Wenn man bedenkt, wie weit weg von der Zivilisation dieses Dorf liegt, ist es kein Wunder, dass es wegen Erdrutschgefahr und schlechter Erreichbarkeit vor Jahren verlassen worden ist. Wir müssen die ganze Strecke wieder zurückfahren. Mit diesem Auto sind die anderen Straßen, die noch schlechter sind, nicht zu bewältigen. Dafür kommen wir jetzt aber in den Genuss, vom Bergkamm aus auf das über 1000 Meter hochliegende Bova herunterzublicken. Die schräg stehende Sonne tut ihr Übriges hinzu und lässt Bova von der Rückseite her schön und reizvoll erscheinen. So, jetzt sind wir ganz unten im tiefen Süden, in Brancaleone. Jetzt haben wir dieses typische italienische Meer, eigentlich relativ ungepflegt außerhalb der Saison. Nichts los, 23 Grad, leichte Meeresbrise, Sonne steht hoch. Vorhin haben wir noch super gut den Ätna gesehen, weil heute klares Wetter ist. Was will man mehr? Wir sind jetzt an der Ostküste in Gerace, oben auf dem Berg. Hier existieren noch Reste einer normannischen Burg. Der Blick von hier über das Aspromonte-Gebirge ist sehenswert. Gerace selbst ist mit besonders geschichtsträchtigen Gebäuden geradezu gespickt. Allen voran der Duomo, eine normannisch-romanische Kathedrale, die im Jahre 1045 bereits eingeweiht wurde. Der Ort selbst ist sehr gepflegt und lädt mit vielen kleinen Geschäften und Gaststätten zum Verweilen ein. Abbraccio aperte, inspiro la tua voce, di colpo perso in favole incantate. Wir sind in Stilo. Eine der letzten wichtigen Sehenswürdigkeiten, die wir uns in Kalabrien unbedingt anschauen wollten. Die kleine byzantinische Kirche Cattolica ist mit ein Wahrzeichen der Kulturgeschichte Kalabriens. Im 10. Jahrhundert erbaut, liegt diese Kirche am Fuße des Monte Consolino in den östlichen Ausläufern des Aspromonte-Gebirges.
Die Katholika ist eine der besterhaltenen baulichen Zeugnisse aus byzantinischer Zeit. Ja, und hier endet der Teil der Kalabrienreise. Wir müssen dann noch über viele Stationen hoch in den Norden und weiter nach Deutschland fahren. Eines ist für uns beide gewiss. Dieses Land, ganz dort unten im Süden, hat einen ganz besonderen Flair und ist ein Grund, um bald wieder hinzufahren. Ciao, bella Calabria!